beeindruckend, nicht? Seht euch nur dieses Tor an. Als ob die Natur wollte, dass wir Astera genau hier errichten. Astera? Gefällt mir. Ja, Astera. Hier ist das Basislager aufgebaut. Der Rest ist schon da. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Hey, ihr habt es geschafft. Bin gleich zurück. Ihr seid am Leben. War hart, was? Als wir euch zwei nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Wir wollten schon nach euch suchen gehen. Aber Ende gut, alles gut. Hey, könnt ihr uns helfen? Entschuldige. Wir sehen uns später. Das hier ist unser Handelshof. Ein treffender Name, wenn ich das sagen darf. Sieh nur all die Leute und das Zeug. Unglaublich, oder? Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, die erkunden, Gelehrte, die forschen, Techniker, die alles am Laufen halten. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Wartet mal kurz. Kommandant, ich habe sie gefunden. Willkommen in Astera. Ja, hier möchte ich auch gleich noch was sagen. Die Dialoge, also nur die ganz wichtigen Hauptdialoge sind auch ja, synchronisiert. Ansonsten ist es nur so, dass sie eben ja ein Wort oder ein Geräusch und oder maximal ein paar Worte von sich geben. Und ja, den Rest muss man eben lesen. Ja, ist eine wichtige Info, weil das wird eigentlich nirgends erwähnt. Ich wusste das nämlich gar nicht, obwohl ich mich viel über das Spiel im Vorhinein informiert habe, bevor ich es gekauft habe. Ja, dürfte den ein oder anderen sicher interessieren. Ja, ich sag mal, für bisschen ältere, ja, ihr wisst schon, ich meine jetzt keine alten Opas, ich meine halt einfach so meine Generation, Mitte 20 oder ein bisschen älter, die wird das nicht stören, dass man hier die Gespräche lesen muss, weil ja, früher war das gang und gäbe, dass man das lesen musste, da gab es keine Synchro. Aber ja, für jüngere Leute ist das vielleicht ein Problem, weil sie eben doch sehr viel lesen müssen. Nicht nur das, es ist auch die Tutorials, also ja, es wird einem im Gegensatz zu den Vorgängern, wird man bei der Hand genommen. Und es wird einem am Anfang geholfen und eben anhand von Tutorials das meiste erklärt. Aber diese Tutorials sind eben ja mit Text. Die muss man sich durchlesen. Es gibt zwar ein kurzes Video, aber ja, da sieht man nur kurz eine Kleinigkeit. Also ums Lesen kommt ihr hier in dem Spiel nicht herum. Und die Tutorials sich durchlesen ist wahnsinnig wichtig, aber da kommen wir ein anderes Mal darauf zurück. Euer Ruf eilt euch voraus. Nun geht schon. Okay, ich werde euch alles zeigen. Suchen wir erstmal deinen Palico. Genau, der vermisst mich sicher schon. Das ist unser Versorgungslager. Hier gibt es das Nötigste. Genau. Schau später vorbei, um dir das Sortiment anzusehen. Ja, ich mache dann auch noch eine kleine Führung mit euch. Ja, und jetzt möchte ich euch noch sagen Folgendes. In den Let's Plays werde ich so hier und da und zwischendurch mal Als nächstes gehen wir zur Schmiede.
so ein paar Kleinigkeiten erklären, aber eben nur kurz und knackig, weil das Spiel ist so umfangreich, so komplex, da könnte man Stunden, Tage lang erklären und reden und so weiter und so fort. Von daher gibt es in den Let's Plays eben nur kurze, knackige Erklärungen. Und für die ausführlichen Erklärungen mache ich dann eine eigene Playlist mit den Guides und Tutorials. Ja, und da kommen dann eben die ganzen richtigen Guides und Tutorials rein, wo ich dann eben euch alles richtig erklären werde und auch ausführlich erklären werde. Ja, also es gibt dann die Monster Hunter World Let's Play Playlist, da habt ihr die Let's Plays, und dann kommen eben noch die Monster Hunter World Tutorials oder Guides, müssen wir noch überlegen, wie ich es nennen werde, und da habt ihr dann eben die kompletten Tutorials drin und Tipps und Tricks und alles, was ich bisher schon ja, so an Erfahrung gesammelt habe und entdeckt habe. Und obwohl ich noch nicht so weit im Spiel bin, kann ich euch sagen, dass ich doch schon ziemlich viel weiß, weil ich schon sehr viel durchprobiert, ausprobiert habe, und ja, mindestens genauso lang, wie ich gespielt habe, habe ich schon im Internet mit Recherchen verbracht. Also ich bin zwar auch ein Serienneueinsteiger, ja, was eben auch der Grund war, warum ich mich so ausführlich mit allem beschäftigt habe, dass ich mich eben auch auskenne. Denn ich mache keine Let's Plays zum Spiel, wenn ich keine Ahnung davon habe. Weil, erstens mal möchte ich ja gut in ein Spiel sein und sowieso immer. Und zweitens mal möchte ich euch natürlich auch was bieten können. Ja, ich möchte nicht nur Abenteuer und Spannung und epische Kämpfe und Unterhaltung bieten können. Ich möchte euch natürlich auch am Laufenden halten, ich möchte euch Tipps geben, ich möchte euch Sachen erklären, ja, damit ihr euch auskennt, ja, damit ihr nicht auch stundenlang im Internet recherchieren müsst und bis ihr das endlich mal findet. Ich erkläre euch das, ich zeige euch alles, damit ihr das einfacher habt, und eben verrate ich euch auch Dinge, eben die man gerne im Vorhinein weiß. Ebenso zum Beispiel das mit dem Charakter erstellen, dass er dann ja doch etwas anders aussieht im fertigen Spiel als beim Charakter erstellen Menü. Das ist so eine Sache zum Beispiel, das ja würde man gern im Vorhinein wissen. Da gibt es noch etliche andere Sachen, aber wie gesagt, um das jetzt nicht wieder ewig in die Länge zu ziehen, in den Let's Plays kurze, knappe Tipps und Erklärungen, und die ausführlichen Erklärungen gibt es dann in der eigenen Tutorial-Playlist. Und ja, ihr könnt mir auch immer gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr Fragen habt oder sonst was Hilfe braucht oder mit mir zusammen zocken wollt, Monster Hunter World. Das, ja, da reden wir dann auch nochmal drüber. Ja, ihr seht schon, ich hab noch nicht mal annähernd, keine Ahnung, ja, ich habe jetzt vielleicht mal 10% von dem angesprochen, was es alles im Spiel gibt. Also wie gesagt, da kann man, könnt ihr euch ewig erzählen und erklären. Ja, aber wie gesagt, schreibt mir wirklich jederzeit in die Kommentare, falls ihr Hilfe braucht, falls ihr was wissen wollt, falls ihr zusammen zocken wollt, schreibt mir rein. Ich bin so ein YouTuber oder Let's Player. Ich lese mir wirklich von jedem alle Kommentare durch und ich antworte auch jeden. Also ich lege sehr viel Wert auf meine Zuschauer. Und ja, ja, schreibe, unterhalte mich auch gerne mit euch. Also traut euch, schreibt mir einfach. So, hier drüben. Gut, dann machen wir mal die Führung weiter. Du gehörst zur 5. Flotte der Kommission, nicht wahr? Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater, war bei der 1. Aber das war vor langer Zeit. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der alten Welt. Seht euch mal diesen
Anblick an, diese Aussicht. Und das meinte ich eben. Das hat schon irgendwie Final Fantasy Flair. Auch die Musik, die passt wirklich gut zum Spiel. Sehr schöne, angenehme Musik. Das ist unsere Schmiede. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Du wirst oft hier sein. Ja, das ist wahr. Schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Ja. Hier drin ist es schön warm. Das ist die Schmiede und da hat er absolut recht. Das ist euer Aufenthaltsort Nummer 1. Denn, ja, vor und nach jeder Quest oder Untersuchung oder was auch immer, werdet ihr Waffen schmieden, Waffen verbessern, Rüstung verbessern, und so weiter und so fort. Also hier verbringt man wirklich sehr viel Zeit, was auch notwendig ist, schauen wir sie uns an. Weil man sich auch auf die Monster speziell vorbereiten muss. Ja, ich werde es so machen, das erste Tutorial-Video wird ein allgemeines Video. Hier drüben. Ein allgemeiner Guide, da mache ich einen kompletten Rundgang mit euch, zeige euch alles, erkläre euch alles, wofür ihr was braucht und auch gleich, was wirklich wichtig ist, was man wirklich viel braucht und wofür man es braucht, was wichtig ist, was man machen sollte. Das kommt dann alles im ersten Tutorial-Video. Und ja, das solltet ihr euch auch auf jeden Fall ansehen. Denn das garantiere ich euch. Kantine. Das wollt ihr wissen, was ihr da zu hören bekommt. Hey, da drüben! Hey, mein kleiner Smokey! Smokey, hier hey, bin ich! Du. Na, ist der herzig? Gut, Sie berufen den Rat ein. Kommt. Ja. Da ihr jetzt alle hier seid, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte, hat die 5. Flotte endlich Astera erreicht. Heißt sie herzlich willkommen. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ich freue mich darauf. Kommen wir zur Sache. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Zora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. Ja, den sind wir gerade vorher auf den Weg in die neue Welt begegnet. Die Forschungskommission wurde beauftragt, herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe. Sie verändern das Ökosystem, formen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Mit Hilfe der 5. werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört. Jetzt wird's interessant. Jäger, ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach sehen wir weiter. Sind schon dabei, Sir. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Endlich mal ein Wort. An die 5. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer, fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Okay, wegtreten. Ja, ich weiß nicht.
ihr könnt mir dann ruhig in die Kommentare schreiben, ob ihr das selber lesen wollt oder ob ihr es gern hättet, dass ich euch das vorlese. Also wenn ihr das wollt, kann ich das gerne machen. Ja, so wie hier. Nehmen wir dieses Jagras-Problem mal genauer unter die Lupe. Aber dafür brauchst du zuerst eine Waffe. Hier drüben. In diesem Raum gibt es eine Truhe voller Ausrüstung. Komm, ich zeig dir den Weg. Also, wie ihr möchtet. Ja, also eines kann ich euch sagen. Jeder, der auf Rollenspiele oder so Fantasy-Abenteuerspiele steht, ja, also wirklich der absolute Großteil davon, dem wird dieses Spiel richtig gut gefallen. Oder wirklich sogar richtig, richtig fesseln, ja. Also, ganz ehrlich, wenn ihr auf solche Art von Spiele steht, dann kann ich euch garantieren, wird die absolute Mehrheit absolut begeistert sein von dem Spiel. Und ja, für alle, die sich noch nicht so ganz sicher sind, wie gesagt, verfolgt ein bisschen weiter die Let's Plays und dann könnt ihr euch richtig einen Eindruck machen. Ja, und dann seht ihr ja, ob es euch gefällt oder auch nicht. Ja, dann seht ihr, ob das was für euch ist. Ja, dann gehen wir jetzt hier auch schon mal in unseren Raum, in unser Zimmerchen. Ja, ganz nett, für den Anfang zumindest. Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Ja, also es gibt insgesamt 14 verschiedene Waffentypen. Die habt ihr jetzt alle in dieser Objekttruhe. Und eben zwei Anfangsrüstungen, das Lederset und die Eisenrüstung, glaube ich, nennt sie sich. Ja. Dann habt ihr eben hier euer Bett zum Ausruhen. Nach langen Expeditionen kann man sich hier ausruhen, die Ausdauer wieder erhöhen. Hier habt ihr euren Palico, da könnt ihr den Palico verwalten, etc. Hier drüben ist der Haushälter. Den könnt ihr ansprechen, wenn ihr eure gekauften Add-ons verwalten wollt oder aktivieren wollt. Und ganz wichtig, hier kommt ihr auch zum Übungsplatz. Ja, und da komme ich gleich mal zum ganz wichtigen Tipp wieder. Macht das auf jeden Fall. Wenn ihr hier seid, sucht euch mal eine Waffe aus, sprecht mit den Haushälter und geht auf den Übungsplatz. Bevor ihr hinausgeht und die erste Quest annehmt, geht auf den Übungsplatz. Und testet wirklich alle oder zumindest einen Großteil, ich sag mal zwei Drittel der Waffen durch. Ja, um zu sehen, erstens mal, ja, welche Waffe passt zu euch und zu eurem Spielstil. Mit welcher Waffe kommt ihr zurecht? Und dann sucht euch eben so ein paar Favoriten heraus. Mit die könnt ihr dann noch so untereinander vergleichen. Und ja, wenn ihr dann eure Lieblingswaffe für den Anfang zumindest einmal gefunden habt, dann trainiert mit der. Ja, dann übt, prägt euch die Kombos ein, übt die Kombos. Ja, wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Wisst ihr was, ich zeige euch das dann sogar kurz hier. Ich werde dann aber auch noch ein spezielles Tutorial-Video dazu machen. Ja, jedenfalls, man teilt sich am Anfang, okay, die sind jetzt gar nicht hier, aber man teilt sich eben am Anfang diesen Raum. Ihr seht schon, hier sind 1, 2, 3, 4 Stockbetten,
Also 8 Leute pennen hier. Also ja, so wie beim Bundesheer in etwa. 15, 20 Leute in einem Zimmer. Gut, hier sind es nur 8. Aber gut. Ja, von 8 Leuten das Geschnache in der Nacht. Aber gut. Ja, man ist ja noch ein Niemand. Man ist ja ein kleiner Furz, ein kleiner Jäger, der noch am Anfang seiner Karriere steht. Und ja, später nach und nach kriegt man dann noch bessere Räumlichkeiten und sogar Luxusräume. Aber gut, machen wir mal weiter. Ja, ihr seht auch schon hier unten, die Funktion kommt jetzt dann auch gleich zu auswählen. Hier kann man eben Aussehen verändern, aber wie gesagt, eben nur diese bestimmten Sachen, die ich euch vorher ja gesagt habe. So, dann könnt ihr hier, ja, da seht ihr dann auch schon die Tutorials, ja. Punkt 1, es ist, finde ich, ein bisschen klein geschrieben. Also, da ich wirklich einen riesigen, bombastischen Fernseher habe, ja, sehe ich das noch sehr gut. Ich habe auch noch sehr gute Augen. Aber ich kann mir vorstellen, auf kleineren Fernsehgeräten wird man da schon sehr nah hingehen müssen, sehr genau schauen müssen, um das lesen zu können. Ja, jedenfalls, so sehen die Tutorials aus. Seite 1, Seite 2. Also hier seht ihr schon, es ist doch ja einiges zu lesen. Video abspielen kann man. Sieht man aber nicht wirklich viel, ja. Also das, was man hier in dem Video jetzt sieht, hat nicht sehr viel damit zu tun, was hier eigentlich steht. Ja, ja, und das ist auch ein ganz wichtiger Tipp. Wirklich, der Tipp ist Gold wert. Ja, wirklich, legt euch das zu Herzen, prägt euch das ein. Wenn ihr das Spiel spielt, lest euch die Tutorials durch. Unbedingt. Ja. Auch wenn ihr es absolut nicht lesen wollt und wirklich, auch wenn ihr es aufs Verderben und Verrecken nicht lesen wollt, lest es euch durch. Ja. Denn wenn ihr euch das nicht durchliest, habt ihr null Ahnung. Ihr kennt euch Nüsse aus und ja, ganz am Anfang geht das vielleicht noch gut, aber sehr bald im Spiel kriegt ihr dann riesige Probleme, wenn ihr euch nicht auskennt, ja. Also das müsst ihr euch durchlesen, ja. Da gibt es dann aber auch noch ein spezielles Tutorial dazu, wo ich das dann noch genauer erkläre, weil da gibt es noch sehr viele andere Aspekte und da gab es schon sehr viele Fälle von Leuten, die das nicht durchgelesen hatten und ja, die wussten dann wirklich die grundlegendsten Sachen, essentielle Sachen wussten die nicht, haben so viel verpasst oder dann so schlecht gemacht oder so Schwierigkeiten bei etwas gehabt, was absolut unnötig war, weil es ja eigentlich gar nicht schwer war, nur weil sie eben die Tutorials nicht gelesen hatten und dadurch viele Sachen nicht wussten. Aber wie gesagt, das erkläre ich dann in einem eigenen Guide noch genauer. So, ihr könnt auch dann jederzeit die Tutorials nochmal im Menü nachlesen. So. Ja, hier habt ihr die verschiedenen Waffentypen. Ich zeige sie euch jetzt nur kurz. Also hier, Schmetterschwert, da rechts daneben habt ihr auch die Ausrüstungsinfo, Angriff, Schärfe, Affinität, Element. Element ist noch keins drauf. Affinität ist praktisch der kritische Treffer. Also wenn hier 20% wäre, wäre es sozusagen dann bei jedem fünften Treffer ein kritischer Trefferschaden. Ja, die Schärfe ist eben, ja, bedeutet eben, wie lange die Waffe scharf bleibt, bis sie stumpf wird, bis man sie schleifen muss.
Und hier kann man auch das Video abspielen. Eine Nahkampfwaffe mit wenig Mobilität, aber mit mächtigen Angriffen. Hier sind die Videos gar nicht so unnütz, weil sie doch ein bisschen kurz die Waffe beschreibt. Und vor allem habt ihr da eben ganz unten stehen Anfängerfreundlichkeit. Das geht eben von einem bis zu drei Sterne. Also da seht ihr auch gleich, welche Waffe eben gut für Anfänger, die eben noch nie Monster Hunter World gespielt haben, welche Waffe für Anfänger geeignet ist und welche nicht. Aber das kann ich euch auch noch viel besser und viel genauer erklären. Eine Nahkampfwaffe, die flüssige Kombos und Ausweichen ermöglicht. Ja, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das vorher schon erwähnt habe. Von den 14 verschiedenen Waffentypen, ja, also man kann grundsätzlich nicht so sagen, dass es jetzt eine beste Waffe gibt oder so. So ist das nicht. Also, ich finde, von den 14 Waffentypen sind 10 vielleicht 11 sind wirklich gut. Ja, also 10 auf jeden Fall, vielleicht noch die eine Elfte dazu. Die sind wirklich alle super, super Bombe. Ja, da kommt es dann eben nur drauf an, was für euren Spielstil besser passt, besser geeignet ist. Ja? Aber grundsätzlich, wie gesagt, bis auf 3-4 Waffen sind wirklich alle gut. Ja, also hier habt ihr eben, ja, Schmetterschwert, Katana, habt ihr praktisch ein normales Schwert mit Schild, dann die Zwillingsdolche und ja, da müsst ihr halt immer drauf achten, Schaden, Schärfe und so weiter und so fort. Vorteil mit einem Schild ist folgender, dass ihr blocken könnt, ihr könnt Angriffe blocken, was übrigens mit dem Schmetterschwert auch geht, weil das so ein riesiges Schwert ist. Das ist nämlich genau die gleiche Waffe, was dieser Typ aus der 5. Am Rücken hatte. Das ist eben so groß, dass man das auch als Schild verwenden kann. Ja, also Zwillingsdolche, Eisenhammer, ja, das seht ihr schon, das ist eine richtig schwere Waffe. Eine schwere Waffe, mit der man Monster aus nächster Nähe angreift und betäubt. Ja. Metalldudelsack, ja, sehr eigenartige Waffe. Sie dürfte aber gar nicht so schlecht sein. Die ist auf jeden Fall nicht bei den 3-4 schlechten Waffen dabei, die ich gemeint hatte. Ja, Eisenlanze, Eisengewehrlanze, die Morph-Axt, unter der werden es die meisten kennen. Dann die Morph-Kommissions-Axt, das kleinere Modell mit Schild praktisch. Die Eisenklinge alias Insektengläfe, mit der ich kämpfe. Ja, das ist ein Kettenblitz, ein leichtes Bogengewehr. Braucht Munition. Dann gibt es noch das schwere Bogengewehr, den normalen Bogen. Und ja, hier sind die Keulen, Schaden, also die Kinsekten für die Insektenklefe. Ja, wie gesagt, die Waffen und das Ganze, das erkläre ich euch dann in einem eigenen Waffenguide noch genauer. So, ich nehme jetzt meine Klefe. Eine leichte Waffe, die Luftsprünge und Kontrolle über Kinsekten ermöglicht. Ja, hier steht zum Beispiel Anfängerfreundlichkeit 2 Sterne, wenn ich es richtig gesehen habe. Eine leichte Waffe, die Luftsprünge... Ja, stimmt nicht ganz, wenn ihr mich fragt, ist es schon eine anfängerfreundliche Waffe. Ja, ja, man muss nur kurz erklärt bekommen, wie man die Kinsekten einsetzen muss. Und das ist alles. Also sie ist durchaus anfängerfreundlich. Ja. Ja, so weit, so gut. Dann könnt ihr hier noch eure Rüstung ändern, falls ihr doch die Kettenrüstung haben wollt. Ja, sie haben beide 2 Verteidigungen.
die hat eben zwei Verteidigungen gegen Feuer noch und die gegen Wasser. Ja, die Leder sieht da aber einfach besser aus, wenn ihr mich fragt. So, dann habt ihr eure Waffe gewählt. Genau. Und geh zur Kantine, ja, wenn du bereit bist. Ich werde dann dort mit einer Quest warten. Ja. Im dann Trainingsbereich kannst du dich mit deinen Waffen vertraut machen. Genau. Frag so einfach den Haushälter. So ist es. Ja, dann seht ihr schon, hier ist ein Rufzeichen. Ja, noch ein kleiner Tipp generell, wenn ihr irgendeinen NPC seht mit einem Rufzeichen, redet auf jeden Fall mit denen. Weil dann hat er irgendeine wichtige Information für euch oder sogar eine Quest. Okay, alles klar Leute, dann zeige ich euch jetzt mal kurz den Übungsplatz, also den Trainingsbereich. Ja, hier im Menü habt ihr, also beim Ladebildschirm habt ihr immer so ein paar Infos, die solltet ihr euch auch durchlesen. Da könnt ihr auch umblättern. Da stehen auch durchaus einige nützliche Informationen. Ja, hier hat man dann auch schon das nächste Tutorial. Ja, ich lese es euch mal vor. So, willkommen im Trainingsbereich. Schlage auf die verschiedenen Objekte in der Umgebung, um ein Gefühl für die Angriffe deiner Waffe zu bekommen. Willst du eine andere Waffe benutzen, tausche sie einfach an der Objekttruhe aus. Du kannst außerdem sämtliche Munitionstypen sowie Fiolen und Beschichtungen ausprobieren. Alle im Trainingsbereich eingesetzten Verbrauchsobjekte werden nicht aus deinem Inventar entfernt, also probiere so viel aus, wie du möchtest. Okay, gehen wir die Grundlagen des Jagens durch. Erstens, halte deine Waffe bereit. Ja, also, so sieht der Trainingsbereich aus. Ja, rechts oben, im rechten oberen Bildschirmeck, habt ihr eben die verschiedenen Tasten, eben Waffe ziehen ist auf der PlayStation. Ja, ihr wisst ja, ich bin ein eingefleischter PlayStation-Zocker, schon seit ich klein war, immer PlayStation. Ja, Waffe ziehen, Dreieck oder R2. In die Hocke gehen kann man auch mit X. Ja, mit linker Stickbewegung dazu kann man eben auch Rollen machen, also ausweichen. Mit L1, wenn man gedrückt hält, kann man hier rechts unten, dann mit Viereck und Dreieck die Objekte in der Objektleiste durchwechseln. Und so wie hier zum Beispiel Ration ausgewählt, dann einmal Viereck, dann wird es konsumiert. Und die Ration steigert zum Beispiel die Ausdauer. Jetzt ist die Ausdauer erhöht worden. Ja, die Ausdauer ist der gelbe Balken im linken oberen Bildschirmeck. Der grüne Balken ist natürlich die Gesundheit. Unter diesen beiden Balken habt ihr eure Waffe, also die Waffenschärfe. Ja, jetzt ist die Waffe leuchtend gelb, kann man sagen, also sie ist voll geschärft. Nach und nach wird sie dann stumpf, also dann wird der gelbe Balken weniger und ja, dann wird es allmählich orange und dann sogar dunkelrot oder violett. Also spätestens dann sollte man seine Waffe schleifen. Das macht man mit dem Wetzstein, das ist der hier. Den hat man übrigens unbegrenzt zur Verfügung, also ihr könnt so oft eure Waffe schleifen, wie ihr wollt. Also tut das auch, weil eine stumpfe Waffe macht deutlich weniger Schaden und wenn sie dann schon sehr stumpf ist, dann prallen eure Angriffe sogar vom Gegner ab. Ja, des Weiteren könnt ihr, wenn ihr L1 gedrückt haltet, mit dem rechten Stick in das Tortenmenü, hier könnt ihr sogar schneller eure Items oder Objekte auswählen. Dazu einfach dann den rechten Stick, so wie jetzt, einfach loslassen
und er benutzt den Wetzstein. Ja, ich sehe doch hier in der Mitte, ganz unten im Bildschirm, wenn ihr L1 drückt, habt ihr Menü A, Menü B, Munition, Kommunikation. Das könnt ihr euch auch umbenennen, je nachdem, wie euch das einteilt, weil hier zum Beispiel Menü A wäre zum Beispiel Wetzstein, Erste Hilfe, so die Standardsachen. Okay, jetzt habe ich unabsichtlich wieder den Stick losgelassen. Jedenfalls könnt ihr da wechseln, eben mit den Pfeiltasten einmal hinunterdrücken, ist Menü B. Hier ist noch nichts zugewiesen, das könnt ihr dann machen. Rechts, da habt ihr die Munition, links Kommunikation, da könnt ihr dann eben grüßen, zeigen, alles mögliche für den Multiplayer-Modus. Das könnt ihr aber alles, diese ganzen Menüs, die könnt ihr ändern, umbenennen und einstellen, wie ihr wollt und mit was ihr wollt. Also ihr könnt da alle möglichen Items reingeben, die ihr eben braucht. Ihr könnt euch hier zum Beispiel machen Objekte Heilung, hier könnt ihr machen Objekte Unterstützung und ja, was auch immer. Kann man alles super toll einstellen. Ja, so viel mal dazu. Ja, wie gesagt, rechts oben im Bildschirm Waffe ziehen, eben Dreieck oder R2, Hocke gehen, Objekt wählen, L1 und man hat auch eine Schleuder, die kann man mit L2 verwenden. Da muss man zuvor aber eben Schleudermunition einsammeln, zum Beispiel Steine, die liegen hier irgendwo, hier. So. Du kannst das als Schleudermunition nutzen. Großartig, um die Aufmerksamkeit eines Monsters auf dich zu lenken oder abzulenken. Genau. Ja, die Schleuder kann man nur bei nicht gezogener Waffe einsetzen, außer bei dem normalen Schwert- und Schildwaffe. Da kann man die Schleuder sogar während gezogener Waffe einsetzen. Ja, das Ganze sieht dann so aus. Man kann die Schleuder eben verwenden, um die Aufmerksamkeit eines Monsters auf sich zu ziehen. Zum Beispiel, wenn man in der Gruppe unterwegs ist mit anderen Spielern und die eben in Bedrängnis geraten, kann man das Monster ablenken und die Aufmerksamkeit des Monsters auf sich ziehen, somit, dass es so mit die Teamkameraden ja, in Ruhe lässt und die sich mal ein bisschen erholen können. Es gibt auch alle möglichen unterschiedlichen Munitionen, also Leuchtmoos zum Beispiel, das kann den Gegner blenden. Man kann die Schleudermunition auch verwenden, um zum Beispiel, so wie hier, auf so Gegenstände, das wäre ein brennendes Fass, einmal draufgeschossen. Genau. Ja, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger, wesentlicher Bestandteil von Monster Hunter, dass man das richtige Kampfgebiet wählt, ja, und sich seine Umgebung, zunutze macht und sich so eben Vorteile verschafft. Ja, gut, links in der Mitte, da habt ihr dann eben, da steht euer Waffentyp. Ich habe jetzt die Insektengläfe alias Eisenklinge. Und da habt ihr auch schon die Tastenkombinationen. Eben Dreieck ist der Aufwärts-Hieb-Kombo. Kreis wäre weiter Wischer. R2 und X katapultieren. R2 ist das Kinsekt. Das ja, kann ich euch auch kurz zeigen. Und L2 Zielmarkierung. Das betrifft auch das Kinsekt bei gezogener Waffe. Und links unten habt ihr dann auch schon ja, ein paar der wichtigsten Kombos. Die sind auch schon ziemlich gut, wobei es natürlich noch mehr Kombos gibt und man auch diese Kombos noch erweitern kann. So. Ja, das waren jetzt mal die grundlegenden Sachen. Ja, abgesehen von diesem links oben im Bildschirm, unter dem Schwert, also dem Schärfegrad der Waffe, habe ich hier zum Beispiel noch dieses Kinsekt
so nennt sich das. Es ist ein Insekt, aber es heißt Kinsekt mit 1, 2, 3. Das erkläre ich euch dann noch. Jedenfalls, hier habt ihr den Übungsplatz. Da habt ihr eure Objektruhe. Zur Verwaltung deines Inventars benutzen. Genau. Also hier könnt ihr eure Objekte mal verwalten. Wie gesagt, alles was ihr hier verbraucht, geht nicht verloren. Ihr könnt am Übungsplatz alles verbrauchen, verschwenden, probieren. Ihr habt es danach wieder zurück. Ja, dann habt ihr auch noch die Herstellungsliste. Das werde ich dann auch noch in einem eigenen Tutorial alles genau erklären. Man kann ja hier alle möglichen Items und Objekte herstellen und so weiter und so fort. Und hier, das ist eben das Wichtigere, hier könnt ihr eben dann die verschiedenen Waffen auswählen und ausprobieren. Ja, also eine offensive Nahkampfwaffe, mit der man Angriffe schnell herabprasseln lässt. Ja, also grundsätzlich gibt es drei Typen von Waffen, und zwar leichtere Waffen, mit denen man schnellere Angriffe durchführen kann und auch schneller laufen kann, also besser ausweichen kann und so weiter und so fort, die aber ja ein bisschen weniger Schaden machen. Dann gibt es schwere Waffen, so wie das Schmetterschwert oder den Eisenhammer. Die machen natürlich deutlich mehr Schaden. Also ihr seht schon, Schmetterschwert Angriff 384 und der Eisenhammer Angriff 416 im Vergleich zu den Zwillingsdolchen, also Doppelschwert 112. Da ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ja. Man schlägt natürlich auch deutlich schneller hin mit diesen leichteren Waffen. Ja. Mit den schweren Waffen macht man zwar mehr Schaden, man ist aber erstens mal ja in der Bewegung stark eingeschränkt. Man bewegt sich sehr viel langsamer und die Angriffe dauern auch deutlich länger. Ja. Also da müsst ihr eure Angriffe gut timen, weil ein Angriff eben viel Zeit braucht. Und ja, das kann dann schnell mal schief gehen. Beim Eisenhammer ist jetzt gar nicht so extrem verlangsamt. Aber hier beim Schmetterschwert zum Beispiel kann ich euch gerne mal zeigen. Also, Waffe ziehen. Das Großschwert ist eine mächtige Nahkampfwaffe. Genau. Nach Angriffen ist eine Deckung offen. Mhm. Aber das ist es die Sache wert. Ja. So. Waffe wegstecken wäre dann L3 oder R1. Ich mache es mit R1 immer. Also ihr könnt entweder mit R2 die Waffe ziehen. Also nur ziehen. Oder wenn ihr schon vorm Gegner steht, könnt ihr gleich mit Dreieck die Waffe ziehen und gleich einen Angriff starten. So, und jetzt zeige ich euch hier. Also das seht ihr mit dem Großschwert. Ja, ihr seht schon, er ist sehr träge, er bewegt sich sehr langsam. Sogar die Rolle macht er deutlich langsamer. Also eure Bewegungsfähigkeit ist deutlich eingeschränkt. Ja. Auch die Angriffe. Ja, ihr seht schon, er holt lange aus, bis er hinschlagt. Dann noch ärger, aufgeladene Hieb hier. Den muss man aufladen. Je länger man ihn auflädt, desto stärker. Dann kann man gleich nochmal kombinieren. Bam, bam, bam. Ja, es macht wirklich gut Schaden. Allerdings, wie gesagt, die Angriffe brauchen ihre Zeit. Und deswegen ist da ja viel Übung, gutes Timing gefragt, weil ja, wenn ihr dann zum falschen Zeit einen Angriff startet und das Monster aber auch einen Angriff startet und eben einen schnelleren Angriff startet, ja, dann trifft euch das Monster hart
unterbricht eure Attacke natürlich und ja, ihr erleidet heftig Schaden. Ja, also das sind eben die Vor- und Nachteile. Ja. Das Coole ist, man kann hier, habe ich vorher schon erwähnt, mit dem Großschwert sogar blocken, weil es so ein riesiges Schwert ist. Dann sogar noch ein bisschen frech treten aus dem Blocken heraus. Ja. Oder hier aufgeladene Hieb. Also ihr seht schon, ja, wahnsinnig träge. Ja. Also das ist mal die eine Art von Waffe. Ja, groß, stark, macht guten Schaden, aber eben sehr langsame Bewegung, langsame Rollen. Und ja, gut, wenn ihr die Waffe wegsteckt, habt ihr wieder eine bessere Bewegung. Aber mit gezogener Waffe eben langsame Bewegung, langsamere Rolle. Und die Angriffe, ja, sind sehr träge, brauchen eben ihre Zeit. Ist nicht so meins, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das wusste ich auch von Anfang an gleich. Diese, ja, das ist mir zu träge. Ja. Also ich brauche Action, ich brauche flüssige Kombinationen. Gut. Das wäre mal der eine Waffentyp, also die schwere Waffe. Dann gibt es noch so die mittleren. Das wäre zum Beispiel hier die Morph-Kommissionsaxt oder ja, Proto-Kommissionsaxt, aber die meisten kennen sie und sagen auch Morph-Kommissionsaxt dazu. Ja, hier hat man eben ein Schwert und ein Schild. Und das Schwert kann man dann eben aufladen und zu einer Axt morphen. Und bei der... Wo ist sie? Ja, und bei der Morph-Axt, da hat man kein Schild. Dafür... ja, gut, sie macht sogar, sogar weniger Angriff. Ja, man hat kein Schild und man hat eben gleich die Axt und nicht das Schwert, kann sie aber genauso morphen und im Morphen bekommt man dann, also verwandelt man dann das, die Axt zu einem Schwert. Kann ich euch dann gerne auch gleich mal zeigen. Ich zeige euch jetzt mal die, ja, Kommissionsaxt mit Schild. Die Energieklinge hat zwei Formen, Schwert und Axt. Sammle Energie in einer Fiole und entfessle sie mit der Axt. So, ja, das wäre jetzt zum Beispiel so eine mittlere Waffe, mittelschwere Waffe. Also ihr seht schon, hier läuft er schon deutlich schneller. Hier ist man schon deutlich beweglicher. Ja, obwohl man sogar auch ein Schild dabei hat. Hier funktioniert das Ganze so, mit R2 ja, kann man blocken und wenn man R2 mit Dreieck oder Kreis kombiniert, kann man eben das Schwert dann zu der Axt morphen. Das Ganze funktioniert aber so, eben mit Energie, das seht ihr unter dem Schärfegrad der Waffe, habt ihr diese Fiolen, also diese 5 Behälter. Und die muss man eben aufladen, um die Waffe morphen zu können, also umwandeln zu können. Das Ganze funktioniert so, man macht einen aufgeladenen Hieb, ladet den auf, schlägt ein paar Mal auf den Gegner ein. Dann sind übrigens auch die Angriffe stärker. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal. Jetzt seht ihr, die Fiolen, also diese Behälter, haben sich gelb gefärbt, jetzt dann sogar orange. Jetzt macht man folgendes, R2 und Kreis für Violen auf Fiolen aufladen. Jetzt seht ihr, diese Fiolen sind gefüllt, weiß gefüllt, das heißt, ihr habt jetzt ja alle 5 Fiolen voll, ihr habt die volle Energie und jetzt könnt ihr eben das Schwert morphen. Das Ganze funktioniert so. Ihr greift an, drückt beim Angreifen R2 und ihr seht schon, das Schwert hat sich jetzt zur Axt gemorpht. Jetzt ist das Schild allerdings weg. So,
die Axt macht jetzt mehr Schaden und ihr habt dann noch so, ja, Spezialangriffe, könnte man sagen. Rechts oben seht ihr eben Aufwärtshieb, verstärkte Elementladung und Elementladung 1. Ja, und wenn ihr zurückmorphen wollt, könnt ihr wieder R2 drücken. Das Ganze sieht dann in der Praxis so aus. Man schlägt auf den Gegner ein, zack, zack, dann Elementladung 1, Elementladung 2 und verstärkte Elementladung, zack, zack, zack. Ja, also das war jetzt eigentlich schon die beste Combo im Morph-Zustand. Jetzt hätten wir sogar noch zwei Fiolen übrig, das heißt, wir könnten gleich nochmal morphen. So, wir machen gleich Elementladung, Elementladung. Zack. So. Ja. Dann, wenn ihr die Combo fertig gemacht habt, wechselt ihr eben wieder zum Schwert und ihr habt euer Schild wieder. Die Fiolen sind leer. Also müsstet ihr die jetzt wieder aufladen. So, jetzt sind sie gelb. Wenn wir jetzt Fiolen aufladen, bekommen wir 3. Wenn die Fiolen orange sind und ihr ladet sie auf, habt ihr gleich 5 volle Fiolen. Ja, man könnte auch jetzt mit Kreis angreifen und so morphen. Okay, das funktioniert jetzt nicht. So, jetzt. Ja, also so sieht das Ganze aus. Da habt ihr auch die Grundkombos, also Dreieck und Kreis. Ist so ein Schwertangriff. Wenn man das nochmal macht, macht es so einen Schildangriff. Also wie gesagt, da gibt es die unterschiedlichen Kombinationen. Das Praktische ist, wie gesagt, ihr habt hier unten die Grundkombos und rechts oben seht ihr dann auch, wenn ihr hinschlagt, verändern sich die jeweiligen Angriffe. Ja, also je nachdem, was ihr dafür Kombos startet, steht dann da oben, dass ihr jetzt mit dieser Taste einen anderen speziellen Angriff machen könntet, den ihr eben dann meistens nicht gleich so von Anfang an bei der Kombination machen könnt. Ja, es ist halt ja ein bisschen schwierig, hier die ganzen Kombos durchzuprobieren, dann auch schauen, ob man die Combo richtig gemacht hat, denn hier steht dann eben, ja, Dreieck, 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 Dreieck habe ich jetzt gedrückt. Ja, also auf das schaut man, okay, habe ich jetzt die Combo so gemacht, wie ich sie machen wollte. Ja, dann schaut man rechts oben aber auch noch, okay, was kommt dann, wenn ich jetzt zweimal mit Dreieck angegriffen habe, was kommen dann für spezielle andere Angriffe, Attacken noch dazu. Ja, da muss man auf ziemlich viel schauen, dass man eben wirklich alle Kombinationen und so weiter herausfindet. Ja, und zusätzlich ja, möchte man natürlich auch noch die Angriffe sehen, also wie er hinschlagt, ja, damit man auch sieht, wie der Angriff aussieht, ja, damit man dann auch weiß, okay, ja, in welcher Situation ist dann welcher Angriff am besten geeignet. Ja, Moment, ganz ganz kurze Trinkpause. Was ihr hier beachten müsst: Die Fiolen sind jetzt schon orange. Wenn ihr sie, du hast zu viel Klingenenergie geladen. Genau. Wenn ihr sie jetzt noch weiter aufladet, dann werden sie rot. Und dann passiert Folgendes: Dann habt ihr sie zu viel aufgeladen und eure Angriffe prallen ab, weil das Schwert, ihr seht, es leuchtet, es glüht förmlich. Ihr habt es zu viel aufgeladen und dann prallen eure Angriffe ab.
Ja, entweder ihr macht noch ein bisschen Schaden oder sie prallen komplett ab. Das heißt, darauf müsst ihr achten, dass das nicht passiert. Also dann gleich mit R2 Kreisfiolen aufladen und ihr könnt schon wieder in den Morph-Modus wechseln und auf den Gegner eindreschen. So, und man könnte hier auch gleich verstärkte Elementladung machen. Also gleich die ultimative. Verbraucht auch nur eine Fiole, aber er wechselt eben gleich wieder zum normalen Schwert zurück. Ja. Wie gesagt, ich zeige und erkläre euch da jetzt nicht alle Waffentypen. Das mache ich dann im Tutorial. Da mache ich dann für jede Waffe ein eigenes Video. Aber ich möchte euch eben mal so die grundlegenden zeigen. Also das war jetzt so eine mittelschwere Waffe. Ja gut, die zeige ich euch dann ein anderes Mal, damit das dann nicht jetzt zu lange wird. Jedenfalls sage ich euch noch die Morph-Axt und die, ja, auch die Kommissionsaxt sind sehr beliebt, die spielen sehr viele Spieler. Auch die Insektenglefe und auch die Zwillingsdolche. Also das sind wirklich sehr beliebte Waffen, die sehr viele zocken. Jetzt kann ich euch gleich sagen, von den 14 Waffentypen, ja, habe ich ja gesagt, sind ja 10 und vielleicht noch eine 11. wirklich gut. Da ist eben nur die Frage, welche für euch geeignet ist. Und die einzigen 3 oder 4, die meiner Meinung nach wirklich nicht so gut sind, die eben mit den anderen nicht mithalten können, sind zum einen mal das Katana. Kann ich euch dann auch sagen und zeigen, warum. Ja, dann das Jägermesser, das ist eben, ja, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das könnte noch zu den Guten gehören, das wäre dann das 11. oder eben auch nicht, dann wäre das praktisch das, dann wären es 10 sehr gute und eben das eines von den 4, ja, nicht so guten Waffen. Abgesehen davon, die Eisenlanze und die Eisengewehrlanze. Ja, also die sind meiner Meinung nach absolut das, ja, das wirklich fast die schlechtesten Waffen überhaupt. Ja. Ich habe sie probiert, ich habe sie alle durchprobiert, ja. Also es ist nicht so, ja, dass ich also einfach nur sage, ja, die ist nicht gut. Ich habe sie durchprobiert. Es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie mir einfach überhaupt nicht liegen. Und nicht nur nicht liegen, sondern auch nicht, ja, nicht gefallen. Sie liegen mir nicht, sie passen nicht zu meinem Spielstil. Auch von den Angriffen und Dingen, es ist sehr eigenartig. Also, ja. Also, meiner Meinung nach, das Katana und vor allem diese zwei, Eisenlanze und Eisengewehrlanze, die könnt ihr vergessen. Ja. Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher.